Ich habe ihn für dich erwischt. Natürlich hast du ihn erwischt. Ich habe ihn ja abgelenkt. Damit ich ungehindert meinen Job machen kann. Du meinst meinen Job? Ein einfaches Dankeschön würde reichen. Danke, aber ich brauche keine Hilfe. Ach, sei doch mal ein bisschen... flexibel! Schatz! Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Lego die Unglaublichen, Folge 7, hier auf Katze, der Kanal für Kinder. Weiter geht es mit Die goldenen Jahre. Los geht's! Rasante Verfolgungsjagd Richtung Norden auf der San Pablo. Verdächtiger wird als Handtaschenclown oder nichtverbaler Clown beschrieben. Vorsicht da draußen, das ist ein Minenfeld. Komm schon, Harry. Wenn du diesen Job nicht ernst nehmen willst, lass Vorsicht. Der Verdächtige ist leise, aber tatsächlich. Harry! Ja, ist er. Zugegeben, man lernt viel über eine Frau durch den Inhalt ihrer Tasche, aber das war doch bestimmt nicht deine Absicht, oder? Elastigirl. Mr. Incredible? Nein, schon gut, ich hab ihn. Na klar hast du ihn. Ich hab ihn für dich erwischt. Natürlich hast du ihn erwischt, ich hab ihn ja abgelenkt. Damit ich ungehindert meinen Job machen kann. Du meinst meinen Job? Ein einfaches Dankeschön würde reichen. Danke, aber ich brauch keine Hilfe. Ach, sei doch mal ein bisschen... flexibel! Schatz! Dafür ist noch Zeit. Er lebt! Er nutzt ein Transportmittel. Los, wir müssen uns beeilen. Oh Mann, da lag mein Lieblingsabzieher drauf. Dann mal los, wir sind im Pool gelandet. Oh weia. Ja, wir spielen jetzt den allerersten Film von The Incredibles, die Unglaublichen, genug gesagt. Und so fängt die Geschichte an. Ihr seht schon, sie hatten damals andere Superheldenanzüge. So, schaut mal. Ich bin im Swimmingpool und genieße die Zeit. Nein, Spaß beiseite, wir müssen die Ganoven aufhalten. Hey, hey, hey. Oh ja, Männer? Was machen die denn hier? Ja, wir können sie nicht fragen. Phantomen sind stumm. Zumindest müssen wir ihnen nicht zuhören, während wir sie fangen. Genau, Elastigirl, du hast recht. Also, hier haben wir auch schon einen von diesen Pantomim-Typen. Den haben wir jetzt erstmal bezwungen. Oh, aber Achtung, da kommt noch einer. Oh. Nur keine Müdigkeit vorschützen. Meine Lieben, hier kommt mal der Hinweis, wenn euch das Video gefällt, hinterlasst doch einen Daumen hoch und abonniert den Katze-Kanal. Der Kanal für Kinder, damit ihr keine Videos mehr verpasst und immer neue Videos pünktlich um 13 Uhr sehen könnt. So, wir haben zwei Möglichkeiten, sagt Mr. Incredible, mal sehen. So, oh, weg mit euch. So, überall diese Pantomime-Menschen und hier können wir etwas zusammenbauen. Die Frage ist nur links oder rechts. Wir bauen mal hier etwas zusammen. Uah. Nee, Moment. Wir bauen jetzt hier was zusammen. Oh, was ist das denn? Okay, gleich mal gucken, was es ist. Erstmal müssen wir die hier lieben Pantomimen-Menschen hier K.O. hauen. Und jetzt Achtung. Einfach mal drehen. Dupidupid. Oh, ist das eine Kanone? Ein Enterhaken. Oh, klasse. Sehr gut. Die Hebebühne ist unten. Die sind garantiert gegen sowas versichert. Keine Sorge. Komm von hier aus ran. Und dann bauen wir das hier noch. Was ist denn das für eine Hotelgrundausstattung? Okay, wir ziehen einfach mal dran mit Mr. Incredible. Er ist stark genug und... oh. Wow. Was ist das? Ein kleiner Hammer. So, jetzt haben wir eine... man damit Gäste auf, an deren Tür ein Bitte-nicht-stören-Schild hängt. Jetzt machen wir das einfach kaputt. So. Vorsicht! Kann ich jemanden verletzen können? Entschuldigung, Leute. Ihre Wand wurde zum Zweck der Verbrechensbekämpfung konfisziert. Danke für Ihre Kooperation. Ja, wir haben einfach mal die Wand kaputt gemacht. ja, Entschuldigung. War nicht so gemeint. So, jetzt mit dem Arm nach oben und ziehen, 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 ziehen. Und, oh, Achtung, Entschuldigung. Ich wollte hier jetzt niemanden verletzen.
Und jetzt können wir hier hoch oder sollen wir erst da drüber? Ich weiß es nicht. Wir können ja mal kurz gucken, was da oben ist. So, sehr praktisch. Ich weiß gar nicht, ob wir... Oder sollen wir doch erst runter? Ich bin gerade so ein bisschen hin und her gerissen. Wir schauen erst mal, was es hier so oben zu entdecken gibt. Vor allem zwei Clowns. Oder zwei Pantomime-Menschen. Oh, die zwei hauen hier gleichzeitig los. Sehr toll. So, hier. Und hier können wir rutschen. Kommt, wir rutschen. Ich will rutschen. Wie mache ich das? Und jetzt? Ah, jetzt B drücken. Achtung, wir rutschen jetzt. Wuhui! Und bumm. Hey, dadurch haben wir das Mini-Kit bekommen. Das ist gut zu wissen. Vor allem, falls ihr an dieser Stelle seid und nicht wisst, wie ihr das bekommt, einfach nur rutschen. So, dann lasst uns doch mal gucken, was es hier gibt. So, hallo, Entschuldigung, wir wollten gar nicht stören, ja? Aber wir wollten mal hier in den Büroräumen gucken, ob die Pantomime-Menschen hier irgendwo unterwegs sind. Kann ja sein. Kann ja sein. Hier können wir hochklettern, sehr toll. Und da oben gibt es noch ein Mini-Kit. Perfekt. Entschuldigung, stören wir? Wir wollten nur mal gucken. Aber anscheinend gibt es nicht unbedingt viel mehr hier oben. Gut, dann können wir alles gesehen und können jetzt wieder mit der Hebebühne nach oben. Denn oben geht es dann für uns weiter. Elastigirl, wenn ich bitten darf. Und oben. So, jetzt geht es hier auf der rechten Seite irgendwo weiter. Ah, hier drüben. So, einfach rüberspringen und... Wo sind die anderen? Ah, dieser Frechdachs. Oh, oh, noch mehr. Na, hoppla. Na, euch drei schnapp ich mir jetzt. Pam, 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 pam. Elastigirl und Mr. Incredible hauen so richtig rein. So, und den haben wir auch gleich. Komm, den schubsen wir runter. So, sehr gut. Dann haben wir hier noch Krempel. Können wir damit etwas bauen? Ja, können wir tatsächlich. Die Frage ist nur, was? Wir werden es gleich sehen. Eine Hundehütte oder sowas. Ein Futtertrog? Irgendwas in die Richtung. Okay, mehr können wir hier nicht machen. Wir brauchen Elastigirls Fähigkeiten. Sie muss da mal kurz durch. Na klar. Du würdest da auch gar nicht reinpassen, selbst wenn es versuchst. Solange ich heute Abend in mein Smoking reinpasse, ist alles gut. So, darüber und einmal den Hebel betätigen. Sehr gut. So muss das sein. Das heißt, die Tür ist offen und wir können weiterlaufen. So, Elastigirl, mal sehen, was du noch alles findest. Oh, da sind die. Guckt mal. Naja gut, da können wir erstmal nicht rüber. Ist hier drüben noch etwas? Ein Karton, eine Kiste. Einfach so ein bisschen Krempel. Krempelzeugs. So, das können wir nicht kaputt machen. Okay, das ist kein Lego-Bauteil. Aber hier haben wir noch was. So. Okay, die Luftzufuhr auf den Dächern für die Klimaanlage. Okay, jetzt können wir darüber und das machen wir mit Elastigirl. Die kann ja zu einem Art fliegenden Teppich werden. Und dann einfach rüberschweben. Das machen wir jetzt. Und... Kadabum Bäm! Du jagst ihn jetzt aber nicht allein. Ich habe ihn zuerst gesehen. Entspann dich. Ich komme zurück und hol dich. Warte. Ja, jetzt müssen wir noch ein bisschen Credible holen. Oh, jetzt gibt's aber hier erstmal Ärger. Ich glaube, wir setzen erstmal unsere Superkraft ein. Achtung, Achtung! Pam! Pam! Fantastisch. Einfach mit den Gummiarm und Gummibein alles rundherum kaputt gemacht. Oh nein. Es ist da noch so ein Bombenheini. Na, der hat mir gerade noch gefehlt. Ah, na gut. So, wir müssen vorsichtig sein. Die sind ziemlich hartnäckig. Und vor allem der Typ mit der Bombe. Dann holen wir mal Mr. Incredible ab. Und bauen einfach mal kurzerhand eine Brücke. So, fertig. Mr. Incredible, Sie dürfen jetzt gerne rüberkommen. Aber vorsichtig, oh. Hey, Incredible, Elastigirl, ihr solltet euch noch heute nicht sehen. Wir gehen mit Traditionen etwas flexibel um. Oh ja. Später und verspätet euch nicht. Da war ja Frozone. Lucius, der kommt wahrscheinlich auch zur großen Party. Ich möchte jetzt noch nicht verraten, was das für eine Party ist. Das werdet ihr noch im Laufe des Videos sehen. Was hätte ich schon gesagt? Ich hoffe, er lernt jemanden ganz Besonderen kennen. Ja, er ist der coolste, beste Freund, den man sich nur wünschen kann. So, da haben wir nochmal einen Futtertrog gebaut oder eine Hundehütte, was das auch sein soll. Was glaubt ihr? Was bauen wir da immer? Eine Hundehütte, ein Futtertrog oder doch was ganz anderes? Schreibt's gerne in die Kommentare. Boah, da oben ist er ja. Hey! Oh nein. Na toll. Dann kommt uns.
muss für heute Abend vielleicht umziehen. Haha, sehr witzig. Na gut, okay. Ich glaube, mit Elastigirl sollten wir da trotzdem hochkommen können. Ja, wir haben niemanden, der sich mit Computern auskennt. Das heißt, wir können das jetzt nicht betätigen. Und sicherlich bekommen wir da ein Minikit. Okay, was soll's, so ist das eben. Dann würde ich sagen, Elastigirl, zieh dich mal nach oben. Sehr gut, hoch und angedockt. Sehr gut. Dann würde ich sagen, wir tauschen. Und Mr. Incredible kann kurz an dem Gummikörper hochklettern und ist jetzt oben. Auf zur Verbrecherjagd! So, wo geht es jetzt hier weiter? Hey, wer ist denn das? Wir fliegen da durch die Gegend. Irgendein Geist. Alarm in der Bank? Da findet ein Überfall statt. Bon Voyage Männer. Die waren sicher unterwegs zur Bank. Natürlich. Ich glaube, es wird Zeit für eine Auszahlung. Okay, eine Auszeit können wir jetzt aber nicht unbedingt gebrauchen. Oder gebrauchen schon, allerdings haben wir keine Zeit für eine Auszeit. Wir müssen jetzt die Bankräuber stoppen. Und so wie das klingt, das was Mr. Incredible sagte, die scheinen jetzt wirklich in der Bank zu sein. Wir müssen einen Weg finden. Tut mir leid, aber euer Empfang wird jetzt gleich richtig mies. Solange das der einzige miese Empfang heute bleibt. Oh oh. Wow, das hat gebrettert. Der Funkmast einfach mal als, als Brücke verwendet. Ich glaube, ich wechsle lieber zu Elastigirl. Die ist da ziemlich flexibel und kann da gut diesen Mast entlang hüpfen und entlang laufen. Ganz vorsichtig, Elastigirl. Nur nicht zu schnell. Sehr gut. Ich glaube, ich komme da irgendwie rüber. Okay, und wie willst du da rüberkommen? Das musst du schon noch erklären. Oh nein, nicht wieder sein Bombenhaini. Und da kommen drei Pantomime-Menschen. Achtung, Mr. Incredible. Wahooi! Oh, jetzt sind wir hier. Und da oben ist ein Superheld. Ist das Spider-Man? Mit einem Umhang? Ich weiß es nicht. Wer könnte das gewesen sein? Wie wär's mit noch mehr Wasser? Ich möchte nicht diejenige sein, die da wieder klar Schiff machen muss. Ich komme wieder rüber. Kannst gleich losgehen? Ja, wir schauen nur mal, was es hier drin so gibt. Okay, so. Kann ich das noch kaputt machen? Und wer schwimmt hier durch die Gegend? Hallo, ja, ich schwimme hier eine Runde. Ignoriere mich einfach. Ich bin ein Taucher. Tschüss. Okay, mach, was du denkst. Genieß die Zeit da drin, wie auch immer. Oh Mann. Okay, weiter geht's. Uiuiui, so viel Wasser auf einem Streich. Das gibt einen großen Sachschaden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wir müssen was bauen, um dorthin zu gelangen. Da mal zurück. Wir müssen uns beeilen. Wie ich vom Voyage kenne, hat er bereits das halbe Geld der Stadt für neue Baretts ausgegeben. Neue Baretts? Was will er denn mit so vielen Baretts? Oh, wow. Na, wartet. Und du kriegst hier erstmal die volle Breitseite, mein Guter. Und du, dich werden wir nicht vergessen. Ah, noch einer. Hey, Moment mal. Jetzt kann ich nicht. Ja, ich will einfach mal gucken, was da drunter ist. Und das sieht stark nach einem Bauteil aus, das wir benötigen. Elastigirl? Achtung. Schnapp ihn dir. Sehr gut gemacht. Holen wir uns mal das Bauteil. Oh, der Bombenhaini ist immer noch da oben. Na, den müssen wir auch noch stoppen. So. Dann würde ich sagen, hoch mit uns. Schauen wir mal, wie die Lage da oben so aussieht. Ich denke mal, nicht so gut. Also, was haben wir da drin? Und einfach mal öffnen. Da ist ein Bauteil gewesen. Sehr gut. Wir haben schon drei. Ich glaube, wir brauchen fünf. Wenn ich das richtig weiß, oder? Ja, genau, oben stand es. 3 von 5. Okay, gut. Dann krallen wir uns noch diesen Bombentypen da hinten, denn der nervt langsam. So, hey, langsam reicht's, ja? Leg dich niemals mit einem Superhelden an, der für das Gute kämpft. Denn das Gute siegt immer. So, wir springen mal hier runter und sorgen hier wieder für Chaos. Oh, was ist das denn? Okay, das brauchen wir, glaube ich, für Elastigirl. Schauen wir gleich mal nach, was es ist. So. Und ziehen. Und ziehen. Und ziehen. Ein Bauteil. Sehr gut. Fehlt also nur noch eins. Mal sehen, wo sich dieses befindet. Sicherlich auf dem Hubschrauberlandeplatz. Da werden wir gleich mal nachsehen. Ist hier noch etwas? Okay, gut. Dann ab zu den anderen. Hey. Speziallieferung anfordern. So, ich glaube, wir sorgen jetzt für ein bisschen Rock'n'Roll mit euch. Autsch, das tat weh. Oh, nicht schon wieder so ein Bombentyp. Na, warte, jetzt geht's nochmal pure Action.
Palm. Na, das hat gebrettert. Sehr, sehr gut. Klasse gemacht, Mr. Incredible. Dann lass uns mal was zusammenbauen. Sieht aus wie ein Grill. Ist das eine Saudanlage? Beeil dich und hilf uns. Danach muss ich noch zum Juwelier. Was ist das? Danke. Ein Bauteil. Mehr ist da nicht? Okay, scheint, wir haben alles, was wir brauchen. Dann wird es jetzt Zeit für eine Einzahlung. Vorhin hast du noch von Auszahlung gesprochen. Oh, beides. So oder so ist jetzt Zahltag für die Jungs in der Bank. Okay, erstmal zu den Jungs. So, wir haben alles zusammengebaut. Jetzt bauen wir etwas. Oh, da kommt wieder dieser Bombentyp. Egal, diesmal ignorieren wir ihn. Denn wir müssen jetzt etwas zusammenbauen. Zusammen mit Elastigirl. Was genau wir da bauen? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wir werden uns schon was Schönes ausdenken. Achtung. So, Mr. Incredible und Elastigirl. Pure Lego-Baukraft. Was ist das? Das könnte eine Harpune sein. Ich komme da nicht rüber. Okay, fang du den Bösewicht und ich mach mich schon mal fertig für das spätere Event. Fertig machen? Du siehst toll aus. Ich meine, Mr. Incredible. Und jetzt beeil dich und stopp Bomb Voyage. Keine Sorge, das dauert nicht lang. Ich mach den Pantomimen mundtot. Wer bist du denn? Ich bin doch Incredible. Was? Nein, du bist dieser Junge vom Fanclub. Benny, Billy, Buddy, Buddy? Mein Name ist Incredible. Ich bin dein allergrößter Fan. Und jetzt bist du eindeutig zu weit gegangen. Großartig. Okay, bleib hinter mir, Buddy. Und mach keine Dummheiten. Ich hol uns hier raus. Keine Sorge, Mr. Incredible. Ich kann auch super sein. Ja, super nervig. Und jetzt Vorsicht. Wow. Also, Incrediboy ist schon ziemlich stark. Aber am besten war der Spruch von Mr. Incredible, der da sagte, ja, super nervig. Wow. Und was sagt unser lieber Freund da auf Französisch? Kann irgendjemand von euch Französisch und weiß, was er da gesagt hat? Ich kann das leider nicht und kann euch leider nicht übersetzen, was uns der Bösewicht da sagen wollte. Aber eines weiß ich ganz genau. Incrediboy hat eine ziemlich starke Stampferattacke. Ich bin total begeistert. Das ist ja schon fast cooler als Incredible. Mr. Incredible. Wen findet ihr besser? Mr. Incredible oder Incrediboy? Schreibt's in die Kommentare, ich bin sehr gespannt. So, was haben wir hier? Hier können wir wieder ein Porträt bauen. Oder irgendwas für die Wand. Ah ne, ist eine Alarmanlage, kein Porträt. Quatsch, genau. So, ist ja wichtig, damit die Polizei kommt. Weil die muss auf jeden Fall hier für Recht und Ordnung sorgen, indem sie den Bösewichten ins Gefängnis steckt. Das Gefängnis ist ja auch in der Stadt irgendwo. Und da kommen alle rein, die nicht artig waren. Und die natürlich auch nichts vom Weihnachtsmann bekommen. Bon voyage, na toll. Bombenreise könnte man übersetzen. Voyage, das ist das Wort, das ich kenne auf Französisch, heißt Reise. Die Sache ist ernst, hier stehen Leben auf dem Spiel. Ich kann dir helfen, ehrlich. Ich habe all deine Missionen verfolgt und all deine Interviews gesehen. Ich weiß einfach alles über dich. Ich bin ein Incredible. Nein, du bist nur ein Kind. Ich möchte nicht, dass du dich einmischst und verletzt wirst. Ja.
Genau, wir meinen das nur gut, Incrediboy. Du sollst nicht verletzt werden. Oh, was ist das denn? Kann ich das reparieren? Autsch! Hey! Moment mal! Kann ich das bauen, obwohl ich hier... Hey! Ich glaube, da möchte jemand hier ein bisschen Ärger haben. So, jetzt aber nochmal. So, da kennt sich jemand mit Computern aus und auch mit technischen Maschinen. Incrediboy kann Sachen reparieren. Sehr toll. Und jetzt können wir auch das gute Ding hier verwenden, den Computer, oder? Mit Incrediboy. Tipsel, Tipsel, Tipsel. Und hier haben wir wieder ein typisches Puzzle, das wir kennen. Oh, ich merke gerade, ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Nein, nochmal. Nein, nein, stopp. Oh, nicht komplett raus. Nein, so war das nicht geplant. Nochmal. So, zack, zack. Computer an. So, das kommt einmal so ums Eck. Rot zu rot. Und blau zu blau. Ziemlich einfach. Sehr gut, mal sehen, was jetzt passiert, nachdem wir diese Kombination eingegeben haben. Das Schloss ist zumindest mal geöffnet. Tschu, 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 tschu. Hallihallo, mein guter Freund. Oh, na toll. Buddy, ich hab dir doch verboten, dich hier einzumischen. Was hast du getan? Keine Ahnung, aber wenn wir tatsächlich zusammengearbeitet hätten, dann hätten wir schon getan. Los jetzt, Buddy. Ich arbeite allein. Wir crashen da einfach durch, würde ich sagen. Sehr gut! Hey, hey, hey! Haben wir dich? Ja, er will mit uns spielen. Schon wieder? Diesmal entkommst du mir nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das Sicherheitssystem der Bank geht uns ein. Wir müssen hier sehr vorsichtig sein. Na, die kloppen wir hier erst einmal. Boah. Oh, na, wartet. Pure Energie. Boah. Auf die Bretter. Und damit hätten wir ziemlich viele von den Bösewichten K.O. gehauen. Aber da kommen natürlich Verstärkungen. Und auch die müssen wir uns krallen. Zack, 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 zack. Und zack. Sehr schön. Und links und rechts und links und rechts. Zwei haben wir noch. Die krallen wir auch noch. Und dann geht's los zu Bon Voyage. Und wumm. Wow, was für ein starker Angriff. Das war abgefahren. Mr. Incredible und Incrediboy kämpfen Seite an Seite. Du gehörst nicht zu mir. Was passiert jetzt? Laser! Die sind wirklich gefährlich, Buddy. Sie dürfen dich nicht berühren. Ah, Laser, Schmaser, da brauchst du schon mehr, um Incrediboy und Mr. Incredible aufzuhalten. Das ist ein gutes Training. Buddy, gib Acht auf die Laser. Ich muss dich heil wieder nach Hause bringen. Oh, oh, wir müssen hier vorsichtig sein. Hier fliegt einiges durch die Gegend. Also ich meine, Laser wird hier durch die Gegend geschossen. Oh, ich muss das Springen echt ein bisschen üben. Es ging einiges in die Hose und ich brauche unbedingt Herzen. So. Sehr gut, wir sind wieder etwas gefüllt. Ein Herz wäre noch ganz gut. Vielleicht kriegen wir noch eins. Achtung, 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 jetzt kommt wieder ein großer Strahl. Sogar die Bösewichte springen im richtigen Moment. Sehr gut. Und jetzt würde ich sagen, volle Kraft voraus. Boom. Du tust dir noch weh. Ich helfe, siehst du? Ich bin ziemlich gut. Buddy, pass doch auf. Hier sind überall Laserstrahlen. So. Oh, was passiert jetzt? Bon Voyage meldet sich wieder. Er spielt Pantomime. Na, du bist ja ein Witzbold. Und jetzt? Was ist der nächste Schritt? Oh, oh. Ein Labyrinth. Wo sind wir? Irgendwo im Nirgendwo. Schluss jetzt mit den Spielchen, Bon Voyage. Ich finde es irrwitzig, dass du glaubst, so etwas würde mich aufhalten. Der war gut, Mr. Incredible. Denn wir sind in einem Labyrinth. Ich muss den Jungen loswerden. Der arme Mr. Incrediboy. Wir müssen aufpassen, wo wir uns verstecken. Wir wollen ja nicht in die Luft fliegen. Genau, vielleicht finden wir in diesem Labyrinth noch wichtige Sachen, mit denen wir etwas anfangen können. Was genau? Ja, das wird sich dann noch zeigen, aber... Jeder Gegenstand zählt. Ein Minikit. 5 von 10 in dieser Mission. Und ich weiß ganz genau, wo ich 2 noch bekomme. Buddy, vorhin gab es eine Stelle... Verlauf dich nicht. Ich bin hier, Mr. Incredible. Okay. Er läuft schon mal alleine weiter. Ja, vorhin gab es eine Stelle für Frozone und dann gab es noch die Stelle, wo wir mit einem Computergenie draußen noch war das, einen Computer betätigen können. Oh, Achtung, da kommt noch eine Bombe. Wir laufen mal oben lang, aber oben sieht es stark nach dem Ziel aus.
Da unten ist noch ein Computer. Da sollen wir erst runter. Oh, schnell weg, schnell weg. Oh Gott, das war knapp. Das ist ja fast wie bei Bomberman. Kennt ihr Bomberman? Wir brauchen dich, Incrediboy. Wir haben keine Zeit mehr für weitere Fehler. Ich muss heute Abend zu einer sehr wichtigen Veranstaltung. Genau, wir haben noch eine wichtige Veranstaltung. Das seht ihr aber auch noch im Video. Die wichtige Veranstaltung. Das ist eine wirklich sehr, sehr wichtige Veranstaltung. Was genau damit gemeint wird, seht ihr noch. So, das ist verbunden. Und das sieht doch fabelhaft aus. Haben wir jetzt damit das Rätsel gelöst? Wird das Labyrinth wieder normal? Zu einem großen Feld? Wir werden gleich sehen. Was macht er da? Oh, oh. Da ist Bon Voyage. Bleib auf Zack, Buddy. Gleich ist es geschafft. Was wirft er auch noch mit Bomben? Na, das gibt ja ein riesen Bomben-Dilemma. Und schaut mal, wir können hier diese Bomben in die Hand nehmen. Muss schneller sein, wenn ich die hier auf ihn zurückwerfen will. So, wir schauen einfach mal ganz in Ruhe. So, was muss ich jetzt tun? Ich habe die Bombe in der Hand. Ah, ich muss auf ihn werfen. Das muss ich nur noch wieder herausfinden, wie ich werfe. Ja, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber eigentlich sollte das doch kein Problem sein. Mal nehme eine Bombe und wirft sie hoch. Wenn das denn klappen würde. Was muss ich jetzt tun? Oh nein, sie explodiert gleich. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Und? Okay. Wir bocken eine neue Bombe. Wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Gut Ding will Weile haben. Bombe nehmen. Und jetzt... Ah ja, X gedrückt halten. Zack. Haha, erwischt. Na, schon genug? Oh, da kommen noch mehr von diesen Pantomim-Menschen. Na toll. Sehr guter Schlag. So, das nehme ich mit. Und hier gibt es auch nochmal die volle Breitseite. Pam! Wow! Na, schönen Dank auch. Wow, 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 wow. Hier geht einiges vor sich. Oh, das nehme ich auch mal mit. So, jetzt lass mich bitte kurz auf Bon Voyage werfen. Oh, nö. Kurz vor dem Wurf gab es hier nochmal Ärger. So, weg mit dir. Wir brauchen eine neue Bombe, bitte. Da. Die, die nicht rot leuchtet, sondern schwarz bleibt oder grau, die kann man in die Hand nehmen und werfen. Jetzt habe ich dich. Sehr gut. Und jetzt gibt's nochmal hier volle Kraft voraus. Mal 5. Ah, das war ein unglaublich starker Schlag. Wow. Es gibt jetzt hier einen Bombenalarm. Nein, ich wollte nicht Incrediboy in die Hand nehmen, sondern die Bombe. So, da kommen noch mehr von ihnen. Ach, Incrediboy, geh doch weg von der Bombe. Ich will die Bombe in die Hand nehmen und nicht dich. Oh nein. Oh, was für ein Durcheinander hier. Also, jetzt nochmal Konzentration. Ich nehme die Bombe. Werfe sie. Oh, Moment. Au. Oh, Mann. Das gibt's doch nicht. Heiliger Strohsack. Was für ein Durcheinander. Okay. So. Dann holen wir uns die Bombe. Nochmal werfen. Jetzt aber. Jetzt haben wir ihn. Ich hol die Polizei. Nein. Stopp. Da ist eine Bombe. Geh nach Hause und sorg dafür, dass seine Mutter von seinen Heldentaten erfährt. Ich kann dir helfen, du machst deinen Fehler. Hey! Heute hättest du doch mal pünktlich sein können, oder? Sei doch mal ein bisschen flexibel. Ich liebe dich. Aber wenn das funktionieren soll, musst du mehr sein als nur Mr. Incredible. Das willst du doch auch. Habe ich recht? Ja, ich will.
Somit erkläre ich euch zu Mann und Frau. Wir bleiben auf ewig zusammen, was auch immer passiert. Hey, komm schon. Wir sind Superhelden. Was kann schon passieren? Völlig unerwarteterweise wird erstmals ein Superheld verklagt. Von den Hochbahnkatastrophenopfern, die Schadenersatzforderungen gegen Incredible kosten den Staat Millionen. Und eine Flut von Klagen gegen Superhelden überschwemmt nun die Welt. Unter starkem öffentlichen Druck hat die Regierung stillschweigend das Superheldenschutzprogramm ins Leben gerufen. Wo sind sie jetzt? Sie leben unter uns. Durchschnittsbürger, Durchschnittshelden, die unablässig, ruhig und anonym unsere Welt vor Unheil schützen. Unbedingt beim Essen lesen? Aha. Ja. Kleinere Stücke, Flash. Nicht im Ganzen. Was ist mit dir, Violetta? Wie war die Schule? Wie immer das Übliche. Du hast dein Essen kaum angerührt. Ich habe keine Lust auf riesige Hamburger. Gut. Worauf hast du denn Lust? Tony Reidinger. Halt die Klappe, du kleine Stinkmade. Ja, ist doch wahr. Beim Essen wird nicht geschrien. Wie würde sie essen, wenn es Tony Burger wären? Das heißt... Hi, Lucas! Hi, Speedo! Hi, Helen! Also, bis nachher. Hey, wo wollt ihr denn hin? Es ist Mittwoch. Bowlingabend. Tschüss, Kinder! Hier, Wagen 19. Sind schon unterwegs. Brauchen Rückendeckung. Ein Einbruch in eine Bank? Ja, da müssen wir hin. Mr. Freiberjagd? Das ist echt traurig. Die werden uns erwischen. Komm schon, Lucius. Kopf hoch. Over. Das ist einfach nur peinlich, Mann, so rumzufahren. Ach so, und sag nicht nach jedem Satz over. Das fängt schnell an zu nerven. Kopf hoch. Hey, vielleicht ist ja Baron von Gnadenlos wieder da. Ihr beide wart doch beste Kumpel, oder? Oh Mann, weißt du noch, als er mich in sein Schloss eingesperrt hat? Ein Schloss! Ich meine, was hat der Kerl für ein Ego? Ich schleiche mich durch sein Versteck, kümmere mich um meinen Kram, als er mich urplötzlich einfach so durch eine Wand pustet. Jetzt stecke ich echt in der Klemme. Ich meine, wenn der mich nochmal mit dem Laserstrahl erwischt, bin ich ein Stück Toast. Endlich schlüpfe ich irgendwo unter und was macht unser Baron von Gnadenlos? Er hält einen Vortrag. Genau, er hält einen Vortrag darüber, wie schwach ich im Vergleich zu ihm bin, dass ich mich geschlagen geben soll und die Welt gehört bald ihm. Bla, 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 eine Labertasche. Ich meine, dieser Typ hat mich auf dem Silbertablett und quatscht mich voll. Es ist schön, dass du über alte Zeiten redest, Lucius. Das sollten wir häufiger tun. Nein, sollten wir nicht. Echt jetzt, Bob, du hast Familie. Immer schleichen wir uns nachts raus um. Erinnerst du dich an Gazerbeam? Ja, ich habe gelesen, dass er verschollen ist. Der konnte sich auch nicht an ein normales Leben gewöhnen. Wann hast du ihn zuletzt gesehen? Ich treffe niemanden mehr von früher, Bob. Nur dich.
Tja, wie wird es hier wohl weitergehen? Es bleibt spannend. Danke fürs Zusehen. Rechts unten kommt ihr zur nächsten Folge. Rechts unten gibt es einen Videovorschlag. Tippt einfach mit eurem Finger da drauf und ihr kommt direkt zu den Videos. Ansonsten nicht vergesst, den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Tippt dazu links auf das Katzensymbol, wo der rote Pfeil zeigt, und tippt dann auf Abonnieren. Würde mich sehr freuen. Bis bald!